Fürs Protokoll. Hab und ich sind jetzt draußen. Und sind die Zähne noch gelb? Oh ja. Also ich habe nicht gesagt, wann das wieder abgeht, ne? Kann wohl ein bisschen dauern, naja. Aber ist ja Oktober und Halloween bald und da ist dann alles überhaupt nicht so dramatisch. Ich zeige euch jetzt, wie wir unterwegs sind. Erstmal wieder in dickem Regenmantel. Gamaschen bis zu den Knien, habe ich ja gesagt, ne? Wobei, liebe Decathlon-Leute, das geht nicht ganz zu hier. Nicht so schön. Gummistiefel. Hund. Mitten im Wald. Voll im Abenteuerland. Leute, komm ey, ihr habt eine Badewanne oder Dusche oder mindestens eine Heizung. Ne? Also ihr könnt rausgehen und richtig toben. Und ich mache das auch, nur eben nur einmal am Tag, wenn es so ist. Weil das dann mit dem Trocknen nicht so toll ist, wenn man das mehrfach macht. Da schicke ich dann den Harpun nur kurz raus. Was isst du denn da? Ach, du hast einen Stock gefunden. Sag nicht nein, wenn ich sage, was du gefunden hast. Doch, er hat einen Stock gefunden. Was anderes darf er nicht fressen. Nur Gras und mit Holz. Da hat er gerade dran rumgenagt. Das habe ich gesehen vorher. So, ne? Es wird noch richtig abenteuerlich hier. Hier war ich mal im Lockdown bei schönem Wetter. Gucken wir mal, wie ich das jetzt hinkriege. Leute, da traue ich mich nicht mit Kamera. Hinterher müsst ihr mich holen kommen. Also, ich mache da mal aus und melde mich gleich wieder. Tada, geschafft. Wir sind auf der anderen Seite. Hat funktioniert, nur ein Knopf ist aufgegangen. Aber nur aufgegangen, den kann ich auch wieder zumachen. Nichts kaputt gegangen, nicht auf den Popo gefallen. Das ist halt ein Anglermantel hier, Leute. Der ist eng. Ach, ist das schön. Ist das schön? Los, ab nach draußen. Nicht immer nur an die Tasten und lecker Früchte bestellen. Auch mal raus und den Computer sein lassen, Handy sein lassen. Und draußen einfach Spaß haben, auch im Regen. Denn jetzt so mal ehrlich, ne? Kalt ist das ja nun noch nicht. Komm, Leute, ich schlafe im Auto. Also kalt ist das wirklich noch nicht. Jetzt reißt euch doch mal ein bisschen zusammen. Ab, raus und Abenteuerspielplätze finden. Hier war ich so oft mit meinen auch woanders und nicht allein Videos im Lockdown. Mit meiner kleinen Freundin, ja, das war nicht im Lockdown, das war dann in der Lockerungsphase, wo man wieder einigermaßen durfte. Mit meiner kleinen Freundin. Hier bei 30 Grad ist echt der Hammer. Da hinten waren die Wassereinhörner versteckt. Und die Kobolde und die Elfen. Ja, jetzt sind hier Papu und die Gummistiefel clean. Hups! Hier ist es sehr matschig, Leute. Voll gefährlich. Es ist hier so schön. Da oben hat jemand versucht, ein Zelt zu bauen, ein Tipi. Aber es regnet rein. Und hier sind ganz viele Abenteuer versteckt. Jetzt dreht er durch, meint der Reha. Nee, du glaubst doch jetzt wohl nicht, dass ich das dreckige Ding anfasse, oder? Doch, guck mal, er glaubt's. Er hofft's. Er möchte, dass ich da... Naja, doch. Ich bin nochmal drumherum gekommen. Der kann das Ding sogar werfen. Naja, das war klein, aber er kann das sogar richtig groß werfen. Oder so. So ist auch eine gute Idee. Achtung! Oh nee, doch nicht. Bitte. Mit links. Leute, es geht mit links nicht. Harpo, kannst du den anderen Fuß nehmen? Der kann den richtig weit werfen. Das kann der. Das finde ich total irre. Jetzt nicht. Jetzt
Ich will aber was anderes. Komm, nimm mal den Fuß. Den da. Da, den da. Nee, den anderen. Den hier. Den. Ja. Drauflegen. Achtung. Muss da weggehen. Sonst tue ich dir weh. Hopp. Oh, ich kann nicht alles gleichzeitig. Leute, jetzt nimmt er wieder den falschen. Das geht schief. Erstens rollt er da runter. Ja, sag mal, was ist das denn da? Das ist ein kaputter Pilz. So ein Bovis. Der war aber schon locker, Leute, sonst hätte ich den nicht losgekriegt. Na, komm, ich nehme es jetzt mal in die Hand. Ich weiß bloß gerade nicht wie. Ja, nimm die Drecksfinger. Oh, Gott im Himmel. Na, ich schon wieder. Da ist ja kein anderer da, ne? Da gab es übrigens saubere Stöcke.